Nennen Sie die Organe einer Genossenschaft. Nennen Sie die Organe einer Genossenschaft. Strukturzahl ist 3, übrigens genau wie bei der Aktiengesellschaft. Es gibt also 3 Organe. Es gibt den Vorstand, genau wie bei der Aktiengesellschaft. Es gibt den Aufsichtsrat, genau wie bei der Aktiengesellschaft. Und jetzt kommt der Unterschied. Es gibt bei der Genossenschaft die Generalversammlung. Das, was bei der Aktiengesellschaft die Hauptversammlung heißt. Ja, also Vorstand, Aufsichtsrat, genau wie bei der Aktiengesellschaft. Machen wir es nochmal eben AG, Aktiengesellschaft. Da haben wir auch Strukturzahl 3 Organe. Da haben wir den Vorstand gleich. Dann haben wir den Aufsichtsrat gleich. Und dann haben wir hier ein drittes Organ mit gleicher Funktion, aber ungleich in der Bezeichnung, nämlich die HV, die Hauptversammlung. Damit haben wir gleichzeitig also auch die Frage beantwortet. Oder die Handlungsaufforderung beantwortet, nennen Sie die Organe der Aktiengesellschaft. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Und ich glaube mittlerweile auch, dass die meisten Präsenzseminare nur eine wenig gemilderte Form der Hölle sind. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.